Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir das Teil angedockt und in der vorigen Folge sind wir losgeflogen. Ich habe das jetzt leider doch teilen müssen, weil es halt wirklich 30 Minuten oder länger waren sogar. Es war ja ewig lang, die Mission. Allein schon wegen dem ganzen Auseinanderreißen der Stationen wieder zusammenkleben, richtig. Boah, das war anstrengend. Ey. Da habe ich echt geschwitzt kurz. Aber heute machen wir mal wieder zur Abwechslung was anderes. Wir bauen heute wieder eine Rakete rum, beziehungsweise an neuen Teilen für die Station. Denn bevor wir mit dem Rover weitermachen und beziehungsweise vorspulen, bis der Rover landet, weil das sind ja noch ein paar Tage, hätte ich gerne, dass wir die Station fertig haben, dass wir hinten das fette Teil abkoppeln können, den alten Booster und die alten Teile und Ding, sondern noch unten die Nahrungsrationen stehen haben. Das Nahrungsteil habe ich schon fertig gemacht. Das fliege ich aber alleine rüber, weil das ist wieder so typisch unspannend. Ich will eher so die außergewöhnlichen Teile mit euch machen. Also, was schon die Standardmission wie Futter und sowas und alles drum und dran, will ich eher selber machen, weil das ist halt Standard. Das seht ihr, würdet ihr sonst 100 Mal wahrscheinlich sehen. Aber sowas wie halt die Panelteile anbauen oder bauen, das will ich jetzt mit euch machen. Genauso wie letztes Mal. Das war ja, puh, da habe ich kurz Blut geschwitzt, Leute. Deswegen, wir starten heute eine neue Mission, beziehungsweise ein neues Teil. Und ich habe noch ehrlich gesagt keinen Plan, wie ich es genau baue. Aber ich habe eine Idee. Gib mir eine Sekunde. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir fangen mit dem typischen Grundsystem an. Das ist hier wieder unten, ne? Yep. Wir bauen jetzt erstes mal der, sozusagen, der, das dann nachher steuert. Das Teil. Das, aber nur das Oberstück. Das Unterstück, das wird danach noch fertig gebaut. Aber wir wollen uns in der Folge nur auf das konzentrieren, was wirklich wichtig für uns ist. Und das ist, oh, wenn ich mich mal wieder auskennen würde. Ich vergesse jedes Mal, wo ich welches Zeug ist. Warte mal. Konstruktur, da. Ja. Das ist nicht Schlacht mit Leere. Wir brauchen das hier. Genau. Weil wir docken die links, rechts an und verbinden die in der Mitte. Ich glaube, das ist der einzig schlaue Weg, wie wir das hier lösen können. Und da kommt nicht auch der Trick von mir ran. Das könnt ihr jetzt sehen. Und zwar haben wir ja das Problem gehabt, dass wenn wir es andocken wollen, wir keinen Dockingport frei haben. Jetzt ist es ja so, dass wir eh eine Umleitung bauen müssen. Bedeutet, wir machen es wie folgt. Wo sind die Dockingports? Mein Hirn ist heute auf 23:30. Ich spiele nachher noch Vanilla Minecraft auf einem Server. Man nimmt. Töte mich jemand. Ich spiele heute noch Vanilla Kerbal Space Program auf einem Server. Und, ah, warte mal, ich kann hier rein theoretisch so machen, ne? Warte mal. So. Warum funktioniert. Der Plan hat sich gut angehört, hat aber nicht so funktioniert, wie ich wollte. So. Warte mal, ich kann den dann rein theoretisch so machen. Klack, genau. Weil, ihr seht es ja schon. Jetzt ist das sozusagen der Punkt, wo hier andockt. Und dadurch, dass es nach oben gehen muss, damit wir Platz sparen können, haben wir hier einen extra Dockingport. So, jetzt müssen wir wieder verkleinern, beziehungsweise mal an unsere Strukturen anpacken. Aber wie gesagt, ich spiele jetzt heute auf einem, auf meinem privaten KSP-Server mit einem Freund. Den muss ich nur noch melden, wann er Zeit hat heute. Ja. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt funny. Das wird sicherlich funny. So, von welcher, da muss man jetzt die richtigen Größen finden, welche wie passen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall mal verkleinern. Bedeutet, wir gehen nämlich wieder so ein. Dann nehmen wir kurze Teile, so. Und dann scrollen wir wieder runter. Ich will die Teile verwenden, die schauen cool aus. Die schauen cool aus. So, warte mal. Alt drücken wieder, zack. Jetzt brauchen wir diese Struts. Holy shit, das sind lange Struts. Ah, das sollen auch große Teile werden, also lange Struts. Aber ich hätte gerne die viereckigen. Oh. Oh, warte mal. Gibt's da. Ah, da gibt's die Umwandler. Gut zu wissen. Jetzt hat die bei den falschen genommen. Die sind ein bisschen größer und stabiler wahrscheinlich auch am Ende. So, warte mal. Ich will das wirklich, das ultra lange. 5 Meter. Oh, ich habe alt gedrückt. Ey. Warum ich jetzt nur eine Seite baue? Weil ich kopiere das einfach nachher. So. Schauen wir mal, wie viel Solarpaneele wir da dran kriegen. Jetzt muss man überlegen. Wir ziehen das von oben dran. Weil seitlich müssen die Solarpaneele dran. Die werden in Zukunft wahrscheinlich eh noch gegen heftigere ausgetauscht. Aber hier kommen jetzt so viel Solarpaneele dran, wie nur geht. Okay, ich will so ein bisschen. Machen wir es strategischer. Wir teilen die so ein bisschen auf. So, so, dann hat ein bisschen Platz dazwischen. Nope. Ah! Fuck.
Bedeutet hier wieder mittig, zack. Nein. Dran lassen. So. Dann hätten wir alleine auf der einen Seite 8 Stück. Wir können natürlich auch voll heavy gehen. Und machen wir auf einer Seite. Ach komm, wir gehen voll heavy. Come on, scheiß drauf. Alter, was mache ich hier? Aber wir haben halt dann genug, also wirklich extrem genug, wie heißt es wieder so schön, Solarpaneele, weil wir haben jetzt insgesamt hier 4, 8, 12, 24 Solarpaneele. Oh genau, warte mal, bevor wir es vergessen und ich kopiere und danach den Spaß habe, natürlich auf den Standard hochstellen. Hoch. 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 Und die gegenüber müssten ja, weil sie kopiert sind, das genau machen. Perfekt. Dann hätte ich gerne RCS natürlich dran. So. Das kommt jetzt immer an den Zeiten ran. Warte mal. Natürlich auch wieder von Standard auf hoch. Das soll ja langlebig bleiben. So. Hoch ist auch genau, ich habe copy-pasted. Perfekt. Weil dann kann er sich auch ein bisschen bewegen. Es ist wahrscheinlich eh viel zu. Ich nehme das jetzt in der Mitte raus. Warte mal, wir machen so. Das wird vollkommen reichen. Ich mag gar nicht wissen, wie wenig das eigentlich wiegt. Und ich 3000 RGCS-Punkte dran. Kann ich hier oben irgendwas machen? So einen kleinen Stopsel draufhängen. Einen programmierbaren Computer brauche ich da oben jetzt nicht unbedingt drauf. Aber hey. Nee, das ist... Auf groß, auf klein. Ich hätte jetzt groß, rund, auf klein, rund. Groß, eckig, auf klein, rund. Da. So ein schicker kleiner Abschluss. Also sieh, was ich damit machen soll eigentlich. Was brauche ich denn sowas da oben drauf? Pack mir so Ankerpunkte hin, oder? Sonst ist aber, genau, dann würde das schon passen. Gut. Das Witzige, Leute, du müsstest es dann abdocken, dann muss ich das Teil wegbewegen, damit das andere Teil andocken kann, rein theoretisch. Das wird interessant, Leute, das wird sehr, sehr interessant. Und jetzt machen wir alt. Nope, nicht so, nope, nicht so. So, okay, und klack. Warte mal, habe ich hier. Ich war wieder sehr schlau. So. Dann haben wir unsere Ladung. Alter, was ist das denn? Nö, nö, überhaupt nicht übertrieben. Yep. Jetzt machen wir mal hier Structural Work, ne? Und so. Ah ne, jetzt brauche ich nur einen davon. Bedeutet, wir setzen hier einen an. Bringen den nach hier drüben. Damit es während des Fluges auch nicht wackelt. Was jetzt mal? Nein. Nope. Das funzt nicht. Ich weiß nicht mal, wo das angesetzt ist. Hör auf. So. Und. Warum sind denn jetzt hier zwei? Das kann weg. Ich würde jetzt gerade noch in die Mitte hier sozusagen jetzt, halt, warte mal, wir können unsere ganze Guidance eigentlich hier oben reinbauen, das ist mega cool. Also hier Guidance, wir können hier die Power, wo sind die großen Powerbanks da? Die Powerbanks reinpacken. Ich mache noch einen extra rein, come on, scheiß drauf. Das Teil ist ja sozusagen wieder dann abdockend, das ist ja wieder, das soll wieder wegschießen. Dann würde ich dem Teil aber hier oben so einen kleinen Booster noch drauf. Also wirklich klein. Das sollte es nur wieder aus der Umlaufbahn rausballern. Aber wo ist es denn? Wo ist es denn? So ein Teil. Und kriegt dann hier so ein Booster drauf. So ein kleines Boosterli. Genau. Das ist nur der D-Orbit-Teil. Der soll dann einfach im Weltraum sagen, und ich lande. Das ist alles, also ist das will ich auch, nur dafür verwenden. Beziehungsweise auch als Notfallsystem und so Zeugs.
Alter, das sind riesen Panelteile, die da oben anblockt werden. Holy Hitballs. Ah, das finde ich jetzt schon heftig. Nice. Aber es ist cool. Es ist cool. So. Dann brauchen wir. Brauchen wir später. Brauchen wir erstmal dich hier. Wir müssen das noch unter den Fairing kriegen. Oh Gottes Willen. Wir sollen das unter den Fairing kriegen. Kriegen. Yo. Wie kriegen wir das denn jetzt unter einen Fairing? Oh, das geht sogar. Ich brauche bloß sehr viel, viel Platz. Oh, scheiße. Holy shitballs. Das ist alles nur, weil es so breit wird halt, aber das ist gut gebaut. Gute Technik, deutsche Technik. Ich komme nicht über, warte mal. Mal kurz abbrechen. Ich muss kurz hier expanden. Was macht denn der da? Yo! Braucht ihr eine Fairy? Holy shit. Habe ich die Booster überhaupt dafür? Habe ich das falsche Fairing-Teil jetzt vielleicht verwendet? Ich brauche das andere Fairing-Teil. Wir haben noch nicht die Booster für in der Größe. Hupsi! Das könnte echt unangenehm werden, das sage ich euch jetzt schon. Es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert! Alter, du. Stell dir vor, da kommt jemand zu so einem Rocket-Engineer und sagt so: Ja, ich habe eine Fairing. Die ist ziemlich groß. Habt ihr da was für mich? Sagt er, wie groß? Ja, 50 Meter hoch. Alter. Ich glaube, wenn ich dann einfach Mini-Docking-Ports. Ich weiß gar nicht, wie haben die den großen. Die ganzen Solarpaneele oben aufgebaut? Das war ja auch wahrscheinlich ein Riesending. Haben die da einmal so große Teile oder haben die halt das zusammengeklappt und dann zusammengebaut wieder oben? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mir mal die Story dazu anschauen. So. Rein theoretisch ist das ja auch. Wie viel Thrust hat das im Vakuum? 200 MS. Das kriegt sich die Orbit. Deorbited. So, es kommt hier noch natürlich alles zur Guidance dazu. Das typische Guidance. Oh, das ist natürlich wieder der erste. Das ist wieder so verwirrend. Der Guidance System mit RCS selber dran. So. Dann kann sich das selber auch so ein bisschen noch hier unten schieben. Das da oben wird eben machen. Zip. Und dann brauchen wir. Dann nehme ich jetzt nicht unbedingt was Langes. Haben wir da was Feines für mich? So. 700 MS jetzt angeblich. Im Vakuum 800. Das kann reichen. Ich bin für eine zweite. Einfach um safe zu gehen. Dann sind wir bei 1270 auf Meereshöhe. Ja. Das kommt, glaube ich, hin. Es ist einfach bescheuert, ganz ehrlich, Leute. Es ist total bescheuert, was ich hier mache. So, und dann haben wir doch noch im Editor. Brauchen wir noch was? Brauchen wir noch was? Brauchen wir noch was? Bevor ich jetzt irgendwas vergesse und danach sage, oh shit, das hätte ich noch gebraucht. Structural. Kommt hier nochmal ein paar Teile rein. Zack. Gut, jetzt ist das auch nochmal gesichert. Riesige Fairings. Alter, ich freue mich schon, wenn es dann so ausfällt und diese riesigen Paneele hat, du drunter andockst und alles so. Ah, ja. Yeah. In Zukunft werden es gleich nur noch 1-2 Paneele sein, die dann ausfahren. Das wird mega heftig in Zukunft. Also sind wir noch auf das kleine Zeug angewiesen. Aber ist das. Ich finde das. No, ich habe den Editor gewechselt. Ich habe einen Editor gewechselt. Und das ist genau der Grund, warum ich den Editor eingebaut habe, diesen großen Editor. Damit ich so eine Scheiße bauen kann, weil wir haben noch nicht die. Normalerweise hast du einen Booster, der ist zu groß wie da unten. Das habe ich nicht. So. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt brauchen, warte mal, wir brauchen, bevor wir hier Scheiße bauen, ein Decoupler. Lekupler. Zack. Und dann kommen wir zur Baugruppe Heavy Booster. Klack. Jo, das sollte passen, oder? Start hat
1,434 und dann haben wir 1,10. Da oben haben wir 1,18. Schaut eigentlich ganz gut aus. Außer, dass ich mal wieder geschafft habe, eine Fairing zu bauen, die das Volumen der Booster hat. Hups. Ja. Entschuldigung. Aber wie gesagt, es geht ja eher darum, dass das sich dann passend annähert. Das müssen wir wieder alles natürlich passend machen. Das nennen wir wieder m.manbase. Oder Mann Station, Mann S. habe ich es gleich genannt. Und dann benenne ich das nach oben. Solar Array. Das ist das Solar Array. Ich speichere das jetzt unter Namen. Ich will mir in der Zukunft noch so ein paar Mods holen, die das ordentlich durchsortieren, damit ich das in die verschiedenen Projekte auch einspeichern kann. Und teilweise auch Sachen später einspeichern kann, die ich mal getestet habe im anderen Modus. Aber, das wird interessant, diese fetten Teile hier. Von diesen vielen Solar-Arrays, stell dir mal vor, wenn die angedockt sind und dann falten die sich aus. Boah! Und rein theoretisch können wir oben noch so eine Querverstrebung machen mit den Heat-Absorbers. Obwohl, die können wir dazwischen immer wieder reinpacken, dann schaut das ein bisschen strukturierter aus, glaube ich. War cooler. Na gut, Leute, aber das war's. Ihr seht schon, unser nächster Start wird ein bisschen wieder interessanter. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist mal wieder eine andere Folge gewesen. Ein bisschen mehr bauen, oder nur bauen gewesen, im Gegensatz zu dem ganzen Zeit fliegen oder anpassen Ding. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch denkt, was wir unbedingt auf der Mana Station brauchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.